Das. So, wunderbar. Dann möchte ich auch direkt beginnen und begrüße unsere werten Zuschauer zum heutigen Abend, zu unserem zweiten Vorort-Talk mit unseren Mitgliedern der Vorort Technologies Geschäftsleitung. Heute eben, ich glaube, mit unserem neuesten Führungsmitglied, unserem neuen Finanzvorstand, CFO Wladimir Oster. Freut mich sehr, Wladimir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, dass wir uns ein wenig unterhalten können. Auch an diesem Abend eben wollen wir dich mal ein wenig vorstellen, deine Meinung ein wenig hören zu Vorort, ein paar Insights bekommen, einfach ein wenig mal mit dir reden, dass wir dich besser kennenlernen können. Ja, an sich soweit relativ simpel. Wir versuchen ungefähr eine Stunde einzuhalten. Währenddessen natürlich, wie auch die Male zuvor, können unsere Zuschauer im Chat und auch in der Frage-Antwort Runde Fragen stellen an dich, an uns, die wir dann gerne beantworten. Je nachdem, wie viele Fragen es sind, machen wir das zum Schluss der Sendung. Kann aber auch sein, dass wenn natürlich ganz tolle Fragen kommen, dass wir die mal zwischenwerfen, wenn sie gut zu unserer Unterhaltung passen. Das werden wir aber sehen. Wir halten es natürlich relativ locker am heutigen Abend. Wie gesagt, soll ja nicht angestrengt sein, sondern soll eine schöne Unterhaltung sein mit spannenden Informationen. Von daher freue ich mich sehr dazu, Wladimir, nochmal herzlich willkommen. Bevor ich hier einen Monolog halte, ich denke mal, die Begrüßung ist soweit fertig und lade dich dann direkt mal ein. Wie gesagt, ich habe mal noch relativ selten gesehen. Ich glaube, auf solchen öffentlichen Veranstaltungen noch gar nicht. Von daher, vielleicht fangen wir einfach mal an, dass du dich mal ein wenig vorstellst, unseren Zuschauern ein bisschen was zu dir erzählst und dann gehen wir mal so ein paar Punkte ab, die ich mir mal so ungefähr aufgeschrieben habe, um so ein bisschen mal über dich zu erfahren und deine Meinung. Bitte schön. Hallo Dino, erstmal vielen Dank, dass ich mich jetzt präsentieren kann und ein Teil der Vorort-Familie bin. Hallo an alle Zuschauer. Freut mich, dass ihr die Interesse an Vorort zeigt und an unserer Firma, an unseren Dienstleistungen interessiert seid. Wie Dino bereits erwähnt hat, bin ich von der Führungsmannschaft der jüngste Mitglied. Nicht vom Alter her, ich bin 54, sondern an der Betriebszugehörigkeit. Ich bin erst im Juli 2020 dazu gekommen. Ich komme aus völlig anderen Geschäftsfeldern. Ich bin ein typischer Old Economies Vertreter und so ein Start-up im IT-Umfeld, sagen wir auf der Schnittstelle verschiedener Branchen. IT, Blockchain, Coins und Art ist für mich was völlig Neues, aber auch enorm interessant. Aber ich würde mal vorschlagen, dass ich kurz meinen Werdegang erzähle, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich beruflich gemacht habe und dann können wir auch gern über die Vorort-Art reden. Wladimir, der Name sagt eigentlich schon recht vieles. Ich komme wirklich von dort. Ich bin in Russland geboren und aufgewachsen, habe dort meinen ersten Uni-Abschluss gemacht in der Geschichte. Dann in den 90er, Anfang 90er bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich deutschstämmig bin. Habe in Deutschland ein zweites Studium gemacht an der Uni in Bielefeld mit Schwerpunkt Controlling und so eigentlich so diesen Werdegang im Finance gestartet, wo ich auch bis heute bin. Noch während des Studiums bin ich irgendwie rein zufällig zu Bertelsmann gekommen. Damals war es eigentlich recht guter Brauch, dass die Großunternehmen aus der Gegend sich an den Hochschulen vorgestellt haben und so war es auch bei mir. Ich habe es während eines freien Fensters zwischen zwei Vorlesungen so einen Stand von Bertelsmann gesehen an der Uni. Ich war im fünften Semester, bin dorthin gekommen, habe mit denen geredet und es kam ziemlich schnell dabei raus, dass Bertelsmann etwas Unterstützung sucht in zwei Umfelden. Jemand, der Muttersprachler Russisch spricht und auch kaufmännischen Background haben, Background hat, weil die Bertelsmann-Kollegen damals gerade mit einem Logistikcenter in Jaroslawl gestartet haben. Das ist eine Stadt nicht weit von Moskau. Und die brauchen dann jemanden, der sie einfach kaufmännisch unterstützt in der ganzen Aufbau von Logistikcenter. Es wurde als Praktikumsstelle angedacht. Ich habe mich vorgestellt, ich habe die Praktikumsstelle bekommen. Irgendwie sind dann fließend rübergegangen aus Praktikum in Teilzeitstelle im Controlling. Dann genauso schnell nach dem Abschluss mit dem Studium aus Teilzeitstelle Vollstelle im Beteiligungscontrolling von Bertelsmann. Und so bin ich aus Bertelsmann 2000 auch in die Schweiz gekommen.
weil ich ein Angebot bekommen habe, eine Firma in der Schweiz, in Luzern, als CFO zu übernehmen, ein Joint Venture zwischen Bertelsmann und Schweizer Post im Direct-Marketing-Bereich, eigentlich klassisch Adresshandel, aber auch mit Zusatzdienstleistungen im IT-Umfeld wie Datenbanken, Analysen, Data Mining. Dort war ich dann sehr lange Zeit. Wir waren auch enorm erfolgreich. Wir haben die Firma AZ Direct aus einem recht kleines Pflänzchen zu einem Market Leader in der Schweiz geführt. Das ist uns wirklich auch hervorragend gelungen. Und die Firma und der Job haben mir enorm viel Spaß gemacht. Bis sich irgendwann mal die Rahmenbedingungen geändert haben, wie überall in der Welt, auch in der Schweiz, wurden Datenschutzrichtlinien ziemlich verstärkt, was sagen mit einem klassischen Adresshändler oder Direct-Marketing-Dienstleister schon ziemlich die Existenzgrundlagen entzogen hat. Entschuldigung. So müsste ich mich umsehen und habe mich zeitlang selbstständig betätigt im Bereich Consulting, Corporate Services, wo wir vor allem im osteuropäischen Markt die Schweiz als Standort für Gestaltung der Unternehmensstrukturen vorgestellt haben. Es war eine interessante Zeit, sehr intensiv, auch erfolgreich. Man ist viel unterwegs gewesen, an verschiedenen Seminaren, Konferenzen teilgenommen, auch mit den Vorträgen. Und das war eine Erfahrung, die ich wirklich nicht missen möchte. Danach habe ich mich im Handel versucht. Ich war Finanzleiter von Weltbild Schweiz, ein typisches Handelsunternehmen in beiden Bereichen, weil Weltbild dann die zwei Hauptstränge verfolgt. Einmal Filialgeschäft mit den klassischen Läden, Buchläden mit etwas erweitertem Sortiment in Bezug auf Werbeartikel, Geschenke, Haushalt, wie auch in Mailorder, sprich ganz klassische Versandhändler. Das war auch so ein interessanter Job auf der Schnittstelle von verschiedenen Bereichen, vor allem auch im Bereich von E-Book-Handel, das natürlich auch enorm zugenommen hat in den letzten Jahren. Und wie gesagt, jetzt seit Juli 2020 bin ich hier bei Vorart als CFO tätig, bin für sämtliche kaufmännische und personelle Belange des Unternehmens zuständig, also in CFO verantwortlich liegt noch nicht nur Finance, sondern auch Controlling und HR. Das sind, sagen wir mal, meine Betätigungsfelder. Und wie das wahrscheinlich normal für ein Start-up ist, wir sind im Moment völlig im Aufbauprozess. Von Prozessen, Strukturen, Systemen. Man muss sehr vieles aufbauen, sehr vieles aufgleisen. Vorart hat nicht den klassischen Fehler gemacht, die sehr viele Start-ups machen, dass man sich mit Dienstleistungen und Produkten beschäftigt und sagen wir so, alles Kaufmännische, Administrative auf dem Weg vergisst oder liegen lässt. Sondern man hat auch hier rechtzeitig daran gedacht, dass die Strukturen auch geschafft werden müssen, dass man entsprechende Menschen braucht. Wir haben ein absolut tolles Team hier. Ich habe nur noch Kollegen, die mich unterstützen im Bereich Buchhaltung, Rechnungswesen und HR. Und du, ich würde mal sagen, in den Monaten, die ich hier an Bord bin, hat sich wirklich ein sehr guter Teamspirit entwickelt. Wir unterstützen uns gut und das funktioniert einwandfrei. Das war kurz zu meiner Person. Ich hoffe, ich könnte mal so einen gesamten Überblick bieten. Super. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch total wichtig. Das wollen wir ja auch. Wir wollen eben auch in dieser Runde mal ein bisschen die Persönlichkeiten vorstellen. Letztes Mal haben wir den Nico dabei. Ich glaube, den kennt mittlerweile so ziemlich jeder. Der ist ja immer unterwegs, stellt sich irgendwo vor, lernt Leute kennen und so weiter. Wie gesagt, gerade auch du, ich meine, hast es ja jetzt auch gerade schon ein bisschen zu deiner Rolle gesagt, bist ja doch eher noch im Hintergrund, hilfst natürlich gerade diese fundamentalen Strukturen noch entweder gänzlich neu aufzubauen, einfach weil wir natürlich auch als Unternehmen weiter wachsen, oder zu festigen, dass wir, und das war uns ja immer auch sehr wichtig, auf einem extrem soliden Fundament natürlich stehen, nicht nur diese total, sage ich jetzt mal ganz salopp, abgefahrenen Geschichten zu machen, die wir ja auch tun, sondern eben auch natürlich ein wirklich solides, gut strukturiertes Unternehmen darzustellen. Und ich glaube, das muss man niemandem erklären, gerade im Finanzbereich, absolutes A und O, ohne wird das nicht funktionieren. Was hat dich denn vielleicht sofort gebracht? Weil du hast es selber gesagt, du kommst eigentlich wirklich aus der, in Anführungszeichen, Old Economy. Ich meine, Bertelsmann, der Weltbild Verlag, das sind wirklich, das sind ja hoch etablierte große Konzerne.
Was hat dich denn zu so einem doch sehr innovativen, ja, ganz neuen anderen Unternehmen wie vor Ort denn geführt? Wahrscheinlich genau der Reiz des Unbekannten. Weil das ist wirklich was völlig Neues. Das ist so Schnittstelle aus absolut verschiedenen Branchen. Das ist so ein Konglomerat, wo man enorme Gestaltungsmöglichkeiten hat, wirklich einen enormen Spielraum, auch in der Gestaltung. Ich habe früher schon immer sehr gern gestaltet, also organisiert und Strukturen geschaffen. Das ist das, was ich eigentlich gut kann. Und hier, und das habe ich von Nico auch als Angebot bekommen, habe ich eigentlich ein grünes Feld. Das ist noch unbeackert und ich kann mich entfalten und etwas für die Firma und für unsere so gemeinsame Zukunft auch entwickeln. Außerdem gibt mir hier die Möglichkeit, die Rolle, die ich eigentlich jetzt über die Jahrzehnte immer ausfülle, die Rolle des finanziellen Gewissens des Unternehmens auch wahrzunehmen. Und ich sehe in der Zukunftsperspektive von vor Ort enormes Potenzial, weil wir uns, sagen wir, in den Märkten bewegen, die genau im Umbruch sind. Der Kunstmarkt ist, sagen wir, einer der letzten analogen Märkte. Es muss auf Digitalisierung zugehen, auch in Bezug auf Corona-Krise. Das hat jetzt nochmal gezeigt, wie empfindlich das ganze Gebilde ist und dass man, um diese Märkte weiter zu bewegen, in Richtung digitale Lösungen gehen muss. Das kommt jetzt mal nicht drum rum. Die Welt wächst zusammen, auch die Kunstwelt wächst zusammen. Und dann kommen noch dazu die absolut neuen Technologien, die ich immer noch lerne, weil das für mich wirklich absolut neu ist, sowohl das Blockchain als auch Krypto, mit die ganze Gestaltung. Und sage, es reizt es einmaligen. Das ist das, was mich bewegt hat. So vor Ort kommen. Also du siehst dich nicht nur als Verwalter, was ich ja oftmals aus der Finanzseite kenne, sondern wirklich als Gestalter, jemand, der nicht nur Lust daran hat, sondern auch die Chance ergreifen will, eben ein, ich meine, ich würde jetzt sagen, junges Unternehmen, aber nach 3 Jahren fühle ich mich nicht mehr ganz so jung dabei, aber dann an sich noch ein junges Unternehmen mit zu gestalten und das wirklich dabei zu helfen, aufzubauen. Ich sehe die Rolle des CFO nicht als die Rolle des Verwalters oder nicht nur als Verwalters. Natürlich muss Background stimmen, das ist das A und O. Die Buchhaltung muss stimmen, die Systeme und Prozesse müssen stimmen, die Jahresabschlüsse müssen gemacht werden, die müssen revidiert werden und die müssen auch entsprechend von der Revisionsstelle auch testiert werden. Aber das ist auch die Möglichkeit zu gestalten und nicht nur im finanziellen Bereich. Wir haben bei uns im Unternehmen einen sehr regen Austausch, auch in Bezug auf Produktgestaltung, auf die Märkte, die wir bearbeiten, auf die ganze Marketinginstrumente. Wir sind nicht so groß und wir haben noch nicht so die harte Strukturen, wo jeder nur für seinen kleinen Garten zuständig ist, sondern wir kommunizieren querbeet über alle Themen und man kann sich auch gut in allen Themen einbringen. Das heißt, deine Meinung ist gefragt, deine Meinung wird angehört und wir suchen alle zusammen die Perspektiven, die Entwicklung, die uns alle zusammen weiterbringen. Absolut, ja, ist auch das, was ich an der täglichen Arbeit spannend finde, neben dem, dass ich einfach wirklich Freude daran habe, was wir machen, weil ich das eine extrem spannende Sache finde, mit toller Innovation, mit einem einzigartigen Produkt, in einem tollen Umfeld, das jetzt aus mehr besteht, als irgendwie zu Vernissage gehen, weil es das aktuell ja dann doch eine Zeit nicht gab, und mit komischen Leuten ein bisschen Shampoos trinken. Nein, es ist wirklich, muss ich auch immer wieder sagen, eine extrem spannende Aufgabe, die aber in einem tollen Team funktioniert, wo wir wirklich. Ich meine, wie oft sitzen wir zusammen, in großer Runde, in kleiner Runde, virtuell, physisch, wie auch immer, und diskutieren querbeet Themen, versuchen, Ideen zusammenzuführen aus allen möglichen Blickwinkeln, die wir auffinden können, um die beste Lösung zu machen. Von daher, ich meine, finde ich gut, wenn du auch diesen Ansatz da teilst. Deswegen passt ja wahrscheinlich auch so gut ins Team rein, weil ein bisschen Flexibilität auch mal gefordert ist. Aber ich glaube, das Ziel ist immer vor Augen, ne? Also auch für dich. Ich meine, da kommen wir ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen zu. Kann ich immer nur wieder sagen, finde ich hochspannend zu versuchen, einfach die absolut beste Lösung herzukriegen, egal wo die Idee herkommt, immer kreativ zu arbeiten, und wirklich zu versuchen, schnell und gut diese Probleme dann auch zu lösen oder die Herausforderungen zu meistern, wie man dann korrekterweise dann sagen könnte. Aber ja, auch eine, auch ich denke, oder so habe ich das verstanden, du siehst schon noch gutes Potenzial und auch eine gute Entwicklung vor Ort stehen, oder nicht?
Absolut. Ich sehe da wirklich ein sehr gutes Potenzial und eine sehr gute Entwicklung, weil wir haben sowohl die absolut einzigartigen Komponenten in unseren Produkten, sind unsere patentierte Technologie, aber auch ich sehe die Bedürfnisse der Märkte, auf die das jetzt wirklich sehr gut passt. Deswegen denke ich, dass man über Optimierung noch verschiedene Produkte, wir sind ein Start-up, wir sind wirklich, wir operieren am offenen Herzen, ja. Wir lernen wirklich unsere Sachen beim Erfüllen, beim Einführen. Schon eine sehr gute Perspektive. Mit Corona ist das jetzt zweierlei. Einerseits hat uns natürlich etwas zurückgeworfen, vor allem in Bezug auf die Markteinführung, auf die Marktdurchdringung. Das ist unbestritten. Auf der anderen Seite hat man, sagen wir, unseren zukünftigen Kunden das auch gezeigt und auch aufgezeigt, wie wichtig Digitalisierung ist. Dass man nicht immer auf die analogen Märkte verlassen kann, dass man verschiedene Messen mal einfach nicht durchführen lässt, dass bestimmte logistische Ketten gerissen werden. Und dort, wo man das sagen wir, in der digitalen Welt lebt, und ich habe in den letzten 14 Monaten, glaube ich, alle recht stark lernen müssen, wie man in der digitalen Welt inzwischen lebt und arbeitet, dass wir genau an der richtigen Stelle ansetzen. Und das ist natürlich dann hängt auch mit unseren Produkten zusammen, weil wir versuchen immer so Finger am Puls zu halten und das umzusetzen, wo immer mehr sagen wir, die lauteste Musik spielt. Das sind verschiedene Themen. Wir werden wahrscheinlich noch kurz auf unsere Produkte angehen, aber zum Beispiel das Wort NFT jetzt in allem Munde. Das ist sagen wir so jetzt Schlagwort. Das ist ein Modebegriff. Sehr viele versuchen da was zu machen, aber so richtig konzeptionell, glaube ich, gehen recht viele dran. Und bei uns genau die Stärke, weil wir konzeptionell wirklich mit einem Konzept der Umsetzung und der Vermarktung an das Thema rangehen. Und zweitens, was mir enorm imponiert bei Vorart, dass man nicht vergisst, die Sachen auch rechtzeitig kaufmännisch und juristisch abzuklären. Wir wollen uns in keine Grauzone bewegen. Wir haben auch ein Legal bei uns im Unternehmen, der wirklich ganz penibel auf alle rechtlichen Sachen achtet, dass wir in keine Grauzone abrutschen, sondern wirklich absolut legal unterwegs sind. Absolut. Transparent, rechtskonform, auch in Bezug auf digitale Märkte. Das ist kein einfaches Gefilde, da muss man auch sehen. Aber wenn man es will, kann man es auch richtig sauber umsetzen. Absolut. Ja, ich sage immer, dass wir ein deutsch-schweizes Unternehmen sind, um so ein bisschen zu suggerieren, dass wir es auch ernst meinen. Klar, wir haben relativ große Visionen und verfolgen ein ziemlich ambitioniertes Ziel mit innovativen Verfahren. Trotzdem, ich glaube, es ist uns allen wichtig, dass wir keine Träumerei suggerieren wollen, sondern klar zeigen, wir haben definitiv ausgearbeitete Konzepte, wir haben eine klare Strategie, wir kalkulieren, gerade was die Finanzzahlen angeht, und ich meine, da bist du natürlich auch der Richtige für, immer äußerst konservativ. Ich meine, wir gehen ja gleich nochmal so ein bisschen auch auf die Unternehmenssituation und auch mal so ein bisschen vielleicht auf Finanzströme und so ein. Aber finde ich immer absolut wichtig. Natürlich kann man Visionen haben und tolle Ideen und auch versuchen, diese Geschichte zu erzählen, aber trotzdem das auf einem Fundament machen, das eben absolut bombenfest ist, wo es keine Fragen gibt, wo alles vernünftig kalkuliert ist, wo es möglichst geringe Annahmen gibt. Ich meine, wir gucken da in die Zukunft. Ist ja immer, aber deswegen auch da kann ich nur sagen, ist es natürlich toll, dass du das auch genauso siehst, wie wir das schon von Anfang an gemacht haben und deswegen das auch genauso unterstützen kannst. Einfach eben diese solide Grundlage zu machen, ohne jetzt ein Bild kennzeichnen zu wollen, aber eben die solide Grundlage, dass wir dann eben nach außen hin wenig träumen können, dass wir dann eben auch das leicht Verrückte versuchen können. Aber ich sag mal, mit Nico, da ist es immer auch viel. Ich sag mal, viel schauen nach vorne, viel Visionäres, viel arbeiten an Ideen. Ich meine, mir war es auch wichtig, deswegen finde ich es auch gut, dass wir im zweiten Talk jetzt mit dir sprechen. Ich wollte mal auch so ein bisschen, ich sag mal, auch die Fundamente mal etwas abklopfen, auch mal so ein bisschen mehr die Ist-Situation, gerade eben auch aus deiner Richtung.
mal ein bisschen abklopfen. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen zu der aktuellen Unternehmenssituation, wie du das siehst. Vielleicht auch noch mal ein bisschen zu den Finanzthemen, was du eben führst. Einfach noch mal den Zuschauern, unseren Investoren, auch mal kurz zu erklären, wie der Stand ist, weil ich glaube, das hören die relativ selten. Also ein Punkt, was ich an der Vorart wirklich einzigartig finde: Wir sind ein Start-up, das eigentlich auch vom Startpunkt keine Verluste hat. Das heißt, ein Start-up, das im ersten Jahr schon Gewinne ausweist und Steuern zahlt, ist an sich schon einzigartig. Wir haben eine sehr, sehr saubere, sehr gesunde Finanzstruktur, haben keine Schulden. Im Moment sind wir gerade in der Situation, wo bei uns im Hause die Revisionskollegen unterwegs sind. Unsere Revisionsstelle ist KPMG. Und es war auch wichtig, dass wir eine von den wirklich von Big Revisionsgesellschaften auch zu uns gewinnen als Revisionsstelle, weil wir natürlich auch im internationalen Märkten auch eine bestimmte Seriosität zeigen wollen. Dass bei uns wirklich alles Hand und Fuß hat, dass es sauber läuft. Die KPMG-Kollegen sind gerade im Haus. Ich denke mal, dass wir dann diese Woche mal die Abschlussprüfung hinter uns gebracht haben. Im Moment sieht das sehr gut aus. Es gibt keine Feststellungen. Also da sind wir wirklich sauber auf dem gesunden Wege. Vielleicht noch mal kurz so auch zur Zukunftsperspektive und finanzielle Situation der Firma. Wir sind mehrgleisig unterwegs. Wir schaffen aber dabei, uns nicht zu verzetteln. Das heißt, mit unseren Leistung innerhalb der App, ob das jetzt Exhibition Park oder Logistik Park, haben wir sagen, gesunde Grundlagen, um uns entlang der Schiene zu entwickeln, die wir uns vorgestellt haben. Bestimmte Sachen kommen noch zusätzlich dazu, da arbeiten wir dran, wie die Themen Community, virtuelle Galerien, das Thema NFT, von dem ich auch schon kurz gesprochen habe, die kommen jetzt auch noch zusätzlich dazu. Wo ich ein bisschen, sagen wir, warne davor, weil meine Kollegen haben immer sehr viele Illusionen und ich wahrscheinlich bin da der Spielverderber, der sagt, stopp, wir dürfen uns nicht verzetteln, ja, wir dürfen, sagen wir so, Big Picture nicht aus den Augen verlieren, aber trotzdem irgendwie ein bisschen auf dem Boden der Sachen bleiben. Dass wir uns entlang der Zeitschiene entwickeln, die wir uns auch vorgestellt haben und Ziele nach und nach kontinuierlich erreichen. Natürlich, wenn es etwas zu einer Zielkorrektur braucht, gehen wir danach, darauf auch ein. Ändern wir auch, passen wir auch an. Aber dass man sich so entwickelt, wie das einmal mal definiert wurde als Strategie, und das funktioniert auch gut. Und jetzt bezogen auf Nico, der ist ein Visionär. Und ein Unternehmer muss auch visionär sein. Und das macht er auch hervorragend. Das finde ich wirklich genial. Ein Visionär braucht aber ein Team im Background, das seine Visionen unterstützt und umsetzt. Und dafür sind wir da. Wir sind vielleicht weniger kreativ. Wir machen unsere Aufgaben etwas anderes. Aber wir können die Themen dann aufgreifen, strukturieren, in die Prozesse gießen, damit das alles sauber läuft. Es gibt, wie in jedem Unternehmen, auch bei uns einen Kreis von Stack und Shareholders, die bestimmte Informationen erwarten, die auch beliefern. Aufgaben müssen gemacht werden, Buchhaltung muss stimmen, und zwar bis auf den Rappen. Und die Steuererklärung muss gemacht werden und eingereicht werden. Da ist die Schweiz schon sehr penibel, was das angeht. Man muss bestimmte Sachen erledigen und das schaffen wir auch. Das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, was mich enorm zuversichtlich macht, ist, man geht in der Firma keine finanziellen Risiken ein. Das heißt, man ist auf eine gesunde Finanzgrundlage, auf der man das Geschäft aufbaut. Super, ja, gut zusammengefasst. Ich muss sagen, in dem Punkt, wir sind weniger kreativ als der Nico, weiß ich nicht, weil um seine kreativen Ideen einzusetzen und umzusetzen, muss man auch viele kreative Lösungen setzen. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Um Gottes Willen. Nein, er ist ja auch, also ich meine, er ist ja sehr, sehr, ich sage immer sehr umtriebig, aber er ist wirklich eben einer, also so habe ich ihn ja auch kennengelernt, wirklich, der unglaublich viele Ideen hat. Das sehe ich auch immer als eine der größten Herausforderungen unsererseits, ist nicht nur die Ideen, die wir ja selber haben und generieren, weil wir den Markt ja sehen und unglaublich viel Potenzial besteht in so vielfältiger Richtung. Na, also
Ich sage immer, eine der größten, ich sage jetzt mal, Gefahren oder Herausforderungen, die wir haben, ist eigentlich, dass die Nachfrage so groß und so divers ist, dass wir jede Woche so große, neue, spannende eigentlich auch Anfragen haben, dass es uns auch gerade jetzt am Anfang und auch ich fand jetzt so vor einem Jahr zum Beispiel fast zerreißt, einfach weil es kommen so viele große Partner, große Interessenten mit spannenden Herausforderungen auf uns zu, die wir wirklich total genial lösen können. Das ist ja auch etwas, was mich immer fasziniert. Wo man aber irgendwo dann auch, und das ist ja den Teil, deswegen finde ich es gut, dass ich oder dass du auch da eine Stimme dann immer erhebst, versuchen natürlich nicht den Fokus zu erzielen. Wir sind schon für ein Startup auch relativ breit gefächert, weil normalerweise sagt man ja, was macht ein Startup? Ein Problem sehr schnell und sehr, sehr spezifisch lösen. Ich nehme mal so den Uber-Vergleich. Was kann die Uber-App? Man drückt einen Knopf und ein Taxi kommt. Mehr kann Uber nicht. Das ist das, was Uber macht. Jetzt mal ganz simpel. Wir haben ein riesiges Portfolio an verschiedenen komplementären, aufeinander aufgebauten Dienstleistungen, aber trotzdem, das Ding ist schon ziemlich groß geworden. Wir haben mittlerweile eine App-Familie. Wir haben die Professional-App, wir haben die Logistics-App, die dann jetzt demnächst released wird. Wir haben die Exhibitions-App. Also ich meine, das Thema ist schon richtig groß geworden, aber man sieht eben die Herausforderungen, die da sind, sind gut, so wie die Kunst generell, so breit gefächert. Und wir versuchen sie zu beantworten, einfach weil es ja doch immer wieder aufeinander aufbaut. Digitalisierung von Kunst, Dokumentenaufbau, Vernetzen von Leuten, Hilfe dabei zu vertreiben, zu verbinden. Also dann kam Covid, noch mehr verschiedene Bedürfnisse, die alle zu uns passen und trotzdem, und deswegen sehr gut unterstützen wir auch immer sehr gerne, zu versuchen, trotzdem immer den klaren roten Faden zu behalten. Sich nicht zu sehr dann doch von neuen, tollen Ideen ablenken zu lassen, sondern wirklich zu schauen, ich sag mal, das Ziel dann nicht zu verfolgen. Und in dem Sinne auch, weil es so diffus ist, und das war ein Punkt, der war mir sehr wichtig. Vielleicht kannst du als Finanzvorstand auch nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen und erklären. Die App, die wir haben, ist sehr breit gefächert. Das Serviceangebot, das wir haben, ist sehr breit gefächert. Entsprechend auch die Einkommensströme, die wir haben, sind extrem breit gefächert. Vielleicht hast du die Möglichkeit, noch mal ein bisschen unseren Zuschauern zu erklären, wie diese unterschiedlichen Stränge aufgebaut sind, trotzdem zusammenpassen irgendwie und einfach ganz simpel gesagt, wo verdient vor Ort eigentlich Geld? Das ist an sich recht einfach, weil die Basis ist ja die gleiche. Das ist die Möglichkeit, eine Oberfläche so eindeutig zu erfassen, dass es wie ein Fingerabdruck gilt. Das ist das A und O. Die Technologie ist patentiert, die ist einmalig und die haben wir. Darauf ist alles andere auch aufgebaut. Das heißt, wenn ich später mit Hilfe von unserer Dienstleistung die Logistikdienstleistungen in Anspruch nehmen will, das muss ich das Bild erstmal erfassen. Das heißt, unsere Basisdienstleistung ist Erfassung eines digitalen Fingerabdrucks innerhalb der App, mit deren Hilfe die eindeutige Identifizierung bzw. die eindeutige Verknüpfung zwischen dem physischen Objekt und deren digitalen Abdruck 1 zu 1 ist. Keine Verfälschung möglich ist, das ist wie ein Pass mit allen biometrischen Merkmalen, würde ich jetzt mal sagen, wo man wirklich Person eindeutig identifiziert. Das macht jetzt auch unsere App, unsere Technologie, indem wir ein Kunstwerk, es könnte man eigentlich auf jede Oberfläche auch weiter ausweiten, aber wir haben uns absichtlich auf den Kunstmarkt konzentriert, dass man ein Kunstwerk, ob das jetzt ein Bild ist, ein Print, eine Zeichnung, was auch immer, aber wirklich ein Kunstobjekt eindeutig verbinden kann, identifizieren kann. Darüber hinaus kommt dann halt das Thema Exhibition, das ist das Thema Ausstellung, weil Künstler suchen nach Vermarktungsmöglichkeiten. Und die Vermarktungsmöglichkeiten sind natürlich auch begrenzt. Jetzt während der Corona-Zeit sind die auch etwas kleiner geworden. Ich kenne das relativ gut, ich habe einen Künstler in meiner Familie, mein Schwager ist ein Maler. Und deswegen sucht man immer nach Möglichkeiten, seine Kunst zu präsentieren. Weil der Künstler hat halt diesen Bedürfnis, das, was er schafft, auch public zu machen. Wir bieten diese Möglichkeit, indem man bei uns die Werke ausstellen kann. Und wir bieten dann, sagen wir, die Präsentationsplattform, ich würde das so ausdrücken, das kann man da halt nach Belieben gestalten.
Und Künstler kann selbst aussuchen, in welche Umgebung platziert er seine Kunstwerke, wie er da durchführt. Er hat die Möglichkeit, auch mit Interessenten über die App auch zu kommunizieren. Wenn irgendwie eine Frage zu irgendeinem Objekt oder einem Kunstwerk kommt, das ist, sagen wir, also direkte Kommunikation, man kann sich austauschen. Und natürlich erwarten dann auch die Künstler, dass daraus ein zusätzlicher Vertriebskanal für ihre Kunst entsteht. Und da wir die Bilder schon digitalisiert haben, also deren Eindeutigkeit ist schon belegt und bewiesen, kann man jetzt innerhalb der S auch das Eigentumstransfer vollziehen. Dino hat jetzt ein Bild gemalt, das hat mir enorm gefallen, ich will es kaufen, der hat digitalisiert, ich will es übernehmen, ich möchte auch sicher sein, dass alle Rechte an dem Bild mir gehören und so kann er das wirklich 1:1 mir übertragen. Das ist fälschungssicher, das ist alles auf einem Blockchain aufgebaut. Das heißt, man kann die Daten nicht verändern, die sind eindeutig. Und so erfolgt eigentlich ein Eigentumsübergang, Übertrag. Ich habe dann die Sicherheit, ich habe original erworben, das ist meins, und habe auch entsprechend alle die Belege und Nachweise. Im Moment ist das Thema, ist ein Kunstwerk original oder ist das eine Fälschung, omnipräsent, überall in der Kunstwelt. Picasso wäre das beste Beispiel. Wenn man alle die Zeichnungen, die man dem Picasso als original zuordnet, hätte man weder essen noch schlafen können. So viel müsste er zeichnen. Das ist nicht der Fall, aber wir haben trotzdem so viele Kunstwerke, als original Picasso geführt werden. Liegt einfach daran, dass die Echtheit der Werke, die Gutachten überprüfen und die nach bestimmten Gesichtspunkten oder Entscheidungspunkten dann sagen, das könnte der vielleicht sein, vielleicht aber auch nicht. Die zeitgenössische Kunst ist das eigentlich dort, wo für uns am meisten die Musik spielt. Wir gehen von uns relevanten Märkten, sagen wir, für Größenordnung 5.000 Euro Preis für ein Kunstwerk. Das ist dort, wo am meisten, Moment, sagen wir, die Bewegung, Transaktionen stattfinden. Und für eidgenössische Kunst, wir werden natürlich kein Rembrandt jetzt digitalisieren und bei uns in Datenbank aufnehmen. Aber das, was heute auf den Markt kommt, für zeitgenössische Kunst, kann man auch mit zeitgenössischen Echtheitszertifikaten auch versehen. Und da sehen wir uns. Das heißt, die Möglichkeit, dem Künstler, aber auch dem Sammler, dem Käufer, die eindeutige Sicherheit zu bieten und zu geben, das ist ein Original und du hast dafür auch sämtliche Belege. Und darauf sind dann halt die anderen Dienstleistungen aufgebaut, die wir vermarkten. Das ist das Thema Kommunikation innerhalb der App. Das ist das Thema Community innerhalb der App. Weil wir haben einen Vorteil im Vergleich vielleicht zum anderen Community-Plattformen. Die Menschen, die bei uns kommen, die sind eigentlich per Definition schon kunstaffin. Das heißt, man findet die Kommunikation schon innerhalb der Interessen statt. Und dann kommt noch das Thema Logistik, um die Transporte zu erleichtern, die NFT-Erstellung und so weiter. Aber das sagen wir im Großen und Ganzen alles. Und das basiert auf einer Technologie. Das ist dann die Basic. Ja, gut zusammengefasst. Ich meine, wir unterhalten uns ja dann auch immer darüber, wie man das auch hier wieder organisch aufeinander aufbaut. Wir haben aber gerade auch, das hat Covid ja uns gezeigt, A, ist nicht sicher. Und B, man kann auch nicht immer alles planen. Von daher, ich meine, das finde ich ja auch eine Stärke unseres Finanzmodells, ist, dass wir verschiedene Einkommensströme haben. Also sprich, wir haben, ich sag mal, in der Professional App eben die Hauptzutaten, Registrierung von Kunstwerken, Transaktionsprotokollierung, ich sage jetzt mal auch das Condition Reporting, Eigentumstransfer und so weiter. Alles, was, ich sage jetzt mal, Grundlagen, Dokumentation, Sicherung von Kunstwerken. Dann, ich sage jetzt mal, in der nächsten professionellen Schiene eben in der Logistics-Plattform natürlich angebunden, auch da verschiedene Dienstleistungen, auch hier wieder Logistikprojekte, auch hier wieder Zustandsberichte verschiedener Art und so weiter, baut natürlich darauf auf. Dann, und ich sage mal, ein spannendes Feld, wo wir uns immer noch die Köpfe zerbrechen, wie wir es genau kalkulieren können oder wie groß das Potenzial denn potenziell oder wirklich dann auch ist es in der Community,
sprich Monetarisierung von der Exhibitions-App, wirklich auch Leuten dann, ich sag mal, Premium-Features anzubieten. Neue Showrooms, ich muss jetzt einen goldenen Schnörkelrahmen haben oder. Ja, und jetzt, ich meine, NFT, das Feld ist so brandneu, ich bin im Moment auf so vielen Panels und so weiter eingeladen. Ich glaube, da weiß noch keiner so richtig, wie man es kalkulieren kann, wo da eben auch die Preisfindung ist, außer dass, ich sage jetzt mal, gerade am Anfang, ich sage mal, das ist natürlich auch wieder so ein Feld, gerade aus der Finanzwelt heraus, die Preise sowas von enorm hoch waren, dass das im Moment keiner so richtig weiß, was Realität irgendwo ist. Aber auch da nochmal, das Gute finde ich, und das ist natürlich auch ein super, auch hier wieder ein super solides Fundament und eine tolle Grundlage, nicht alles muss ja zwingend funktionieren, was wir uns vorstellen und was wir planen. Auch da muss man ja total ehrlich sein, aber ich glaube, das sollte jetzt auch niemanden groß überraschen, dass nicht alles, was man anpackt, zwingend dann auch immer hundertprozentigen Erfolg bringt. Aber eben, dass man verschiedene Wege hat, eben doch auch sehr solide Umsätze eben zu fahren. Und ich sag mal, wir arbeiten viel am Modell. Ich weiß auch, dass ein paar Leute zuschauen, die uns da auch mal unterstützen. Es ist natürlich schon attraktiv. Auch das muss man ja ganz klar sagen. Und was natürlich noch enorm an die Seriosität für Vorart spricht, ist, wir gehen in keine spekulativen Bereiche rein. Wir haben einen Vorart-Coin, das sagen wir, zusätzlich Anreiz sein sollte, die App zu nutzen, und man kann dann bestimmte Vorteile auch damit sichern innerhalb der App oder App-Familie. Aber wir versuchen nicht, unseren Vorart-Coin als Spekulationsobjekt zu präsentieren und von kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren. Im Vergleich meinetwegen zu Bitcoin. Der hatte mal Höhenflug, jetzt ist er wieder etwas getaucht, der wird wieder hochkommen, aber das ist etwas Unsicheres und wenig kalkulierbar. Und wir gehen da ganz klar und sagen, das ist nicht unser Weg. Wir wollen innerhalb der Produktpalette von Vorart über verschiedene Dienstleistungen. Es ist natürlich durchaus möglich, dass wir eine der Revenue Streams etwas zu hoch und die andere vielleicht etwas zu tief eingeschätzt haben. Wie mein erster Chef sagte, ja, wenn ich sofort wusste, dann würde ich mal ich drüber schreiben. Das ist so. Aber wir entwickeln uns und ich sehe das auch, dass wir uns recht gut entwickeln. Mhm. Und vor allem für ein Unternehmen, das erst seit weniger als 3 Jahren besteht, ein Start-up, schon in der Situation zu sein und auch schon so ein ausgereiftes Produkt zu bieten, muss man schon auch wirklich einen Hut davor, einen Hut sehen. Das ist gut gemacht. Absolut. Ja, wenn das jemand, ich meine, ich als kleiner Knabe, der oft in so Startups gearbeitet hat, finde ich immer gut, wenn auch jemand, der solide, fundierte Kenntnisse hat im Vergleich zu mir, dass das dann auch eben so sieht und eben auch sieht, dass da das Fundament da ist und auch die Leistung jetzt schon, auch wenn der Weg nicht zwingend einfach war, trotzdem schon gut eben ist. In dem Sinne auch nochmal Solidität. Du hattest es vorhin kurz mal angesprochen. Ich wollte mal ganz kurz darauf eingehen. Wir haben im Moment eine Unternehmensrevision oder eine Überprüfung. Ich glaube auch die erste richtige dabei von KPMG. Vielleicht kannst du noch ein paar Wörter dazu sagen, weil das ist ja dann doch ich finde auch ein ganz, ganz guter, wichtiger Bestandteil. Schweizer Recht muss eine Firma, das muss bestimmte Kriterien erfüllen, ist dann halt revisionspflichtig. Es gibt verschiedene Arten der Revision, ordentliche Revision oder eingeschränkte Revision. Wir sind als Start-up erstmal dieses Jahr in eine eingeschränkte Revisionspflicht. Und dann kommt die Revisionsstelle und die prüft einfach dann auf die Korrektheit, Vollständigkeit der Bewertungseinsätze, ob das, was verbucht und ausgewiesen wurde, auch dem Schweizer Recht entspricht. Auch die Bewertungsvorschriften und Einsätze werden auch ganz eindeutig überprüft. Ist denn alles korrekt? Im zweiten Schritt, wenn dann die ordentliche Revision kommt, und da denke ich mal, dass wir dieses Jahr in die ordentliche Revisionspflicht rutschen, kommen dann auch noch zusätzliche Merkmale, die überprüft werden. Das ist wie meinetwegen IKS, das interne Kontrollsystem. Wie sind die Unternehmensstrukturen aufgebaut? Wie sind die Berechtigungen? Wie sieht das Organisationsreglement aus? Inwieweit das Organisationsreglement auch dem OR entspricht?
für die Nicht-Schweizer unter uns, OR ist halt das Pardon zum deutschen KGB. Das wird halt dann das Leben der Unternehmen geregelt. Und da kommen noch die anderen Überprüfungen, ob die sämtliche Sozialversicherung korrekt kalkuliert wurden, abgeführt wurden, ob die Steuern korrekt kalkuliert wurden und so weiter. Und so. Das heißt, man prüft die Buchhaltung, ob sie korrekt gemacht wurde. Und da gibt es ein Testat. Und mit diesem Testat ist eigentlich eine Gewissenheit da, vor allem auch für die Aktionäre, aber auch für die Stakeholder. In der Firma läuft es mit rechten Dingen zu. Und die Zahlen, die ausgewiesen wurden, sind auch korrekt. Im Gegensatz zu Deutschland muss in der Schweiz eine Aktiengesellschaft keinen Abschluss publizieren. Hier gibt es das einfach nicht, diese Publizitätspflicht. Die Kommunikation der Zahlen erfolgt eigentlich nur an Verwaltungsrat bzw. Aktionäre. Dann gibt es dann auch die Empfehlung zur Gewinnverwendung. Dann ist das ein Antrag an die Generalversammlung. Und die Publikationspflicht besteht nur für die börsenkotierte Unternehmen. Für Normalfirmen, und wir sind eine Normalfirma, eine AG, gibt es keine Pflicht, unsere Zahlen zu publizieren. Aber natürlich stellen wir den Partner, wo wir etwas enger und etwas ausführlicher zusammenarbeiten, auch gewisse Zahlen zur Verfügung. Das soll nicht dran scheitern. Absolut, absolut. Ja, hört sich ja gut an und ich weiß ja auch, dass du da sehr entspannt bist. Von daher, ich glaube, wenn die KPMG nichts Komisches findet, dann, wie gesagt, ich glaube, ist das Fundament solide und ich glaube, wir sind eben auch die seriöse Firma, die wir dann auch versuchen wollen zu sein. Ich muss jetzt auch schon wieder auf die Uhr gucken, weil so langsam tickt es. Ich sage ja, eine Stunde geht auch schnell vorbei. Ich erlebe das jeden Tag. Vielleicht noch zwei. Ein bisschen in Schwitzen, aber das ist nicht, weil das Gespräch so anstrengend ist, sondern ich bin in der Sonne und irgendwie ist kurz plötzlich die Sonne zurückgekommen. Was soll ich dir sagen? Ich versuche ja so ein bisschen irgendwie den Mittelweg zu finden, während gerade die Sonne natürlich irgendwie den einen Spalt hier findet. Ja, aber egal, deswegen, ich will es auch jetzt gar nicht mehr so lange heraufholen, weil wir haben auch ein paar Zuschauerfragen. Noch zwei kleine Fragen hatte ich mir noch notiert. Die wir jetzt nochmal schnell durchschreiben. Nochmal, wir wollen ja nicht nur Traumfängerei machen und schön Wetter reden. Ja, vielleicht auch mal, ja, ich sag mal, ein bisschen auf der anderen Seite eben. Was siehst du denn für Herausforderungen jetzt für die Firma in der nächsten Zeit auf einen zukommen? Die größte Herausforderung sehe ich wo wir eigentlich schon drüber gesprochen haben, ist, dass wir uns nicht verzetteln. Weil vom Markt wird jeden Tag was Neues herangetragen und es gibt so viele Ideen. Und inzwischen glaube ich, das sagst du ja selbst, ja, jeden Tag was Neues. Und wir müssen einfach lernen, uns einzuschränken, dass wir Step by Step unsere Strategie umsetzen. Wir können nicht jedes Mal was Neues anpacken, wieder was Neues versuchen abzubilden und wirklich so ein komplettes Universum zu bilden. Das ist natürlich enorm reizvoll. Sagen, ich habe mein eigenes Universum, ich habe es geschafft und es wird immer größer und immer größer. Wir konzentrieren uns auf Wesentlichen. Wenn das eine umgesetzt wurde und wir das wirklich beherrschen, dann zweiten, dritten, vierten Schritt zu machen. Das ist für mich die größte Herausforderung, von der wir stehen. Und die zweite, die Akzeptanz. Weil wir sind irgendwie, ohne zu merken, in eine sehr lebendige Welt abgetaucht, wo jeden Tag was Neues hochkommt. Und heute ist ein NFT, morgen ist vielleicht NF, ich habe keine Ahnung. Kommt vielleicht wieder was Neues. Und man muss diesen Status erreichen, hier auch die Souveränität und Seriosität. Und das ist die Dienstleistung, hinter der wir stehen und die wird vom Markt akzeptiert. Mhm. Wenn das Gesetz ist, wirklich ein Basic da ist, auf dem man aufbauen kann, dann nimmt man den nächsten Schritt. Super schön, tolles Wort. Die nächsten Schritte, was siehst du denn als die nächsten Schritte fürs Unternehmen, für dich aus deiner Sichtweise? Also wenn ich so anschaue, wie unsere Pläne sind, werden die nächsten Schritte sein, die Prozesse weiterhin zu schärfen und anzupassen, damit die parallel mit dem Unternehmen sich entwickeln. Wir werden bestimmte sprungfixe Komponenten haben,
man wieder zugeführt werden müssen. Wir werden auch die Systembetreuung anpassen müssen, auch ausweiten müssen. Und das, was jetzt zusätzlich kommt, dass man nicht den Anschluss verliert. Unsere IT und unser Vertrieb läuft mit Riesenschritten voraus und die versuchen da was umzusetzen. Und wir müssen zusehen, dass wir das auch alles rechtzeitig auffangen. Das ist so die Herausforderung bei mir und meinem Team. Nicht nur bei dir und deinem Team, aber das ist ja der Punkt. Ich finde, ist ein Luxusproblem. Nicht, dass wir nicht wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen, sondern eher, dass wir wirklich uns die besten Dinge rauspicken können. Ich meine, auch jetzt ist, glaube ich, mein Bestreben und auch dein Bestreben. Wir haben jetzt ein paar wirklich tolle Komponenten dabei. Nochmal, wir haben eben den Professional-Teil, das, womit das Unternehmen angefangen hat, den Fingerabdruck, den biometrischen Kunstwerkpass und. Das eben dann, wie ich jetzt natürlich finde und auch gerade eben während der Pandemie aufkam, ganz klar der Weg, wie bringe ich Kunst zum Kunden, wie helfe ich Künstlern, Galerien und so weiter, mehr zu verkaufen, mehr Geld zu verdienen, ist eine Frage, die Sie sich sehr gerne beantworten lassen. Von daher, das ist auch eine tolle Sache. Ich meine, mit Hasenkamm zusammen, dann eben der Logistikteil baut sich auch super organisch in das Ganze natürlich eben ein. Finde ich auch eine ganz tolle Sache. Und jetzt noch NFTs, sprich digitale Kunst, aber auch Kunst noch mehr ins Digitale, in den digitalen Handel reinbringen, finde ich einen super tollen Mix, einen tollen Korb an verschiedenen Dienstleistungen, die immer noch alle super miteinander zusammenpassen. Und ich glaube, wenn wir uns da jetzt darauf konzentrieren und wirklich, ich sage mal, trotzdem dieses breit gefächerte Angebot ausbauen, an den Mann bringen und die Frau natürlich, ich glaube, da haben wir wirklich einen tollen Gewinner in unserer Hand. Und ich sehe es ja auch, ich meine, die Nachfragen sind da, wir reden mit den größten Partnern, mit den größten Galerien, mit allen Ausstellungen, wie auch immer, alles auf der Welt. Deswegen meine Zunge ist jeden Tag ein bisschen fusselig am Abend, weil wir viel miteinander reden und mit anderen reden. Aber von daher auf jeden Fall toll. Nein, deswegen, Radi, ich kann es noch mal sagen, ich freue mich wirklich, dass du an Bord bist. Kann nur noch mal sagen, du bist eine tolle Unterstützung fürs Team. Auf jeden Fall hilfst du dabei, dass wir den Erfolg da eben machen. Und Freude macht es mit dir auch noch. Von daher ist es auch schön, wenn wir jetzt hier in der Schweiz langsam keine Homeoffice-Pflicht mehr haben, sondern uns ab und zu auch mal sehen können. Mittags am schönen Zugersee was essen gehen können, vielleicht abends auch noch mal ein Glas Rotwein und zwei, drei tolle Ideen austauschen können. Von daher finde ich immer super gut. Und in dem Sinne an sich, meine Punkte sind jetzt auch soweit durch. Ich schaue jetzt mal gerade. Die liebe Roxana, unsere Kollegin, die ja auch noch hier mitspielt, die hat auch schon einige der Fragen, die wir hier im Chat hatten, auch schon beantwortet. Bei den Fragen an sich sehe ich jetzt noch nicht so viel, ist aber auch gut, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Eine Frage sehe ich ja noch, auf die will ich mal eingehen, aber ich glaube, die beantworte ich nochmal kurz selber. Und zwar hier die Frage von Joachim, Plan vor Ort auf Binance NFT, welcher ja also Binance größter Kryptohandelsmarktplatz der Welt, die im Juni diesen Jahres ihren eigenen NFT-Marktplatz lancieren, gelistet zu sein und steht vor Ort mit ihrer NFT-Lösung in Konkurrenz zu Binance. Verschiedene Punkte in dem Sinne. A, muss man sagen, ich glaube, im Moment gibt es von Gott und die Welt und jeder macht einen NFT-Marktplatz, also von GameStop über die Deutsche Bank, über, ich glaube, also jeder, der irgendwo ein Handy in der Hand hatte, macht im Moment einen NFT-Marktplatz. Von daher, irgendwo stehen wir da alle miteinander in Konkurrenz. Auch wir haben ja diese Woche vorgestern unsere Pressemitteilung lanciert, dass wir auch unseren eigenen Marktplatz lancieren. Zum Thema Binance sage ich jetzt mal ganz oberflächlich, wir haben auch mit Binance gesprochen, die Gespräche haben definitiv stattgefunden, das kann ich schon sagen. Was genau in diesem Fall dann besprochen wurde, möchte ich in dem Fall nicht sagen, das wird die Zukunft dann noch zeigen, aber ich bin mir sicher, dass wir da noch das ein oder andere zu sagen werden. Von daher soll man sich keine Sorgen machen in dem Sinne. Aber da im Thema NFT entwickelt sich natürlich im Moment unglaublich rasant und auch da wird es noch viele neue Entwicklungen und Nachrichten zu geben. Wir, ich denke mal, positionieren uns da im Moment sehr schlau und suchen die richtigen Partner dafür raus, was wir da vorhaben. Aber da ja, kann ich in Ruhe sagen, da kommt noch etwas. Wir treten aber in Konkurrenz zu Binance. Weiß ich nicht, weil das Feld ist so breit, um es jetzt mal simpel zu sagen. Ich glaube, richtige Konkurrenz gibt es nicht. Man versucht sich im Moment noch zu finden. Der Wilde Westen ist noch aktiv. Ich kann dazu auch sagen, also auch das war auf dem letzten Panel, auf dem ich war, definitiv auch der Konsens. Wir hatten jetzt am Anfang die große Phase, wo mehr die Finanzmärkte und Interessenten aktiv waren als die Kunst selbst, muss man ganz klar sagen.
Die Preise gehen auch schon wieder runter. Von daher, die, die jetzt zum Höchststand gekauft haben, haben vielleicht nicht das beste Investment der Welt gemacht, aber wer weiß, was die Zeit dann noch zu bringen scheint. Aber das Gute ist eben, der Markt maturiert, das ist keine Frage. Es bilden sich jetzt gute Partnerschaften. Und ich meine, das hatte ich in dem Gespräch gestern, als ich mit unserem CTO, auch dem Kai, gesprochen habe, den wir übrigens nächsten Monat in diesem Talk auch haben. Er hat ganz klar gesagt, und das fand ich schön zusammengefasst, es wird jetzt händeringend nach belastbaren, nach klaren und nach soliden Lösungen gesucht, um eben diesem NFT-Ökosystem, ich sage mal, die nötige Sicherheit und die nötige Nachvollziehbarkeit zu geben. Und ich meine, das ist das, was wir seit 3 Jahren machen. Von daher sind wir da perfekte Partner zu. Aber wie gesagt, ich will noch gar nicht zu viel machen. Das Thema ist noch neu und wir wollen uns ja jetzt nicht selber überholen. Aber in dem Sinne nochmal, ja, es wurde auch mit Binance gesprochen. Schauen wir weiter, da kommen noch ein paar weitere dazu. Nimm. Genau, da haben wir noch, dass Herr Eismann sagte, dass vor Ort bereits schwarze Zahlen schreibt. Das hast du ja auch schon geschrieben, beziehungsweise gesprochen, wo die eben herkommen. Ich glaube, in dem Sinne, ich sage simpel zusammengefasst, kommen die eben durch die eigene Finanzierung, durch die Investoren unter anderem. Auch alles wunderbar. Was haben wir hier sonst noch? Ist keine Frage. Genau, nee, das sehe ich auch nicht. Okay, ja, Vertrieb, Partizipationsscheine, dann sehe ich gerade, werden die der Allgemeinheit angeboten. Das kommt auf den Vertrieb in dem Sinne an. Aber an sich, ich glaube, das Thema ist in der Regel soweit geklärt. Nee, viel weiteres sehe ich in dem Fall nicht. Von daher, ja, ich würde mal dann sagen, bevor ich jetzt gleich auch noch erblinde und du auch, Wladimir, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke auch vielmals den ganzen Zuschauern fürs Zusehen. Auch dann nochmal, wenn man das nochmal sehen möchte, wir haben es aufgenommen, wir werden es publizieren auf YouTube und natürlich allen Teilnehmern nochmal zur Verfügung stellen. Dann nochmal, Wladimir, danke an dich. Wenn weitere Fragen noch bestehen, wir sind natürlich immer gerne zur Verfügung. Auch da nochmal, sollte ich eine Frage jetzt auch übersehen haben oder nicht zufriedenstellend beantwortet haben, kann man uns sehr gerne schreiben. Wir beantworten natürlich immer da, wo wir können. In dem Sinne, dir noch einen schönen Abend. Du bist ja noch im Büro, von da noch einen guten Heimweg ins schöne Luzern, an auch da den schönen See. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder morgen in aller Frische. An alle Zuschauer noch einen schönen Abend. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bitte hören.